Willkommen zum Halloween Special 2016. Ja, ich habe mich jetzt etwas informiert und wir schauen auf jeden Fall mal, ob wir diese Folge auf der Koppelinsel den Geist finden. Der soll hinten bei diesem Blumenfeld in der Nähe rumschwirren. Da bin ich jetzt mal auf dem Weg. Dann das Apfeltauchen ist hier nicht in Jarlaheim, sondern soll am Jorvik-Stall sein. Und dann war noch etwas, noch ein Geist. Nee, aber dann gibt es auf jeden Fall noch am Schloss eine Quest, die man machen kann. Die werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal machen. Versuch mal diese Folge. Ja, hier hört man es auch schon. Da hinten ist das Feld. Also hier sind die Blumen, aber hier höre ich es. Doch, hier höre ich es. Aber jetzt hört es wieder auf. Jetzt hört es auch wieder auf. Jetzt hört man es wieder. Merkwürdig. Da ist irgendwas Komisches an der Wand. Dieses Glitzern hier, das zeigt eigentlich an, dass da ein Geist ist. Genau, da ist er. Du sagst die Formel von Frau Holzwurf auf. Ja, das kennen wir ja alles schon. So, dann schicken wir den Guten mal nach Hause und schauen, was er für uns hat. Ein Kleid. Okay, wir haben zwar schon ein T-Shirt, aber wir schauen uns mal das Kleid an, wenigstens. Das gruselige Halloween-Kleid. Gibt es da Unterschiede? Schauen wir mal, was haben wir denn? Gruseliges Fledermaus-Shirt. Aha. Gruseliger Halloween-Hut. Die Handschuhe. Ach, die sind ja noch. Gruselige Halloween-Schuhe. Die Hose ist ja noch. Okay, wie heißt das? Spinnenzüge. Ach, ich habe mich die Trense gar nicht drauf gemacht. Sagen. Gruseliges Halloween-Zaumzeug. Spinnensattel. Ach, den Sattel hatte ich ja noch nicht. Gruselige Halloween-Satteldecke und gruselige Halloween-Brosche. Ja, dann scheinen das wohl zwei verschiedene Sachen zu sein. Dann gehört wohl eigentlich das Kleid dazu. Aber ich lasse erstmal das T-Shirt an. Mir gefällt das T-Shirt sehr gut. Und dabei bleibt es auch erst einmal. So, hier hinten höre ich jetzt nichts mehr. Ich weiß auch nicht, wie viele Geister da sind. Da werde ich mal gucken. Es soll eine Karte geben. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, was da drauf ist. Aber das kann man dann beim nächsten Mal so ein bisschen als Orientierungshilfe nehmen. Schauen wir mal zum Jorvik-Stall. Da soll irgendwo das Apfeltauchen sein. Hier ist auf jeden Fall auch kein Geist unterwegs. So. Ja. Sehe ich jetzt gerade nicht das Apfeltauchen, aber. Na gut, dann könnte man ja, wenn schon mal die Halloween-Shops hier sind, diese Masken könnte man sich ja mal schnell ansehen. Eine Hundemaske. Gibt es? Oh, Bonnie, ja, Big Bonnie gibt es. Ach, der Hut dazwischen sieht ein bisschen doof aus. Es gibt einen, ja, Totenschädel, einen Kürbis. Ich glaube, ich nehme den Hut mal. Ja, welchen Hut? Aber ich muss ja irgendwas drauf haben. Oder ich blende ihn einfach mal aus. So, jetzt aber sollte das ein bisschen besser funktionieren. Der Hund. Ist eigentlich ganz niedlich, aber ich möchte es nicht als Maske haben. Big Bonnie, ja, das sowieso schon mal nicht. Der Schädel, der Kürbis, der ist eigentlich auch noch ganz cool. Ja, das ein Vogel vielleicht, also ein Birdie vielleicht. Ein Frosch. Ein Schwein. Ich weiß jetzt nicht genau, was ein Frosch, ein Schwein und hier die Kuh mit Halloween zu tun hat. Ein Pferd. Ein Geist, wird das auch eigentlich ganz niedlich. Und ein Schädel mit Schleifchen. Ja, wobei ich glaube, Masken trage ich auch nicht so.
hatte auch irgendwo eine, genau. Ich hatte ja diesen Kürbis mit dem Hut. Sieht man jetzt nicht ganz so gut. Ja. Ist aber ehrlich gesagt nicht mein Fall. Und dann gibt es ja in diesen Shops noch, ja, Pullover, Hosen, Handschuhe, Hüte. Sieht man, die Hüte sieht man jetzt bei mir nicht, aber schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall auch Sets fürs Pferd, Feenzaumzeug und ja, Feendecke, Feensattel dann auch noch. Je nachdem, wer das gerne haben möchte. Es kostet auch gar nicht so viel. Ich meine, alles nur 200 Schillinge. Eine Hexendecke, Hexenzaumzeug und den Hexensattel. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich mir das holen soll. Hexenhut, gut, den kann man jetzt leider gerade nicht sehen. Ich habe es gerade ausgeblendet gehabt. Ach, ja. So, jetzt aber der Feenhut und der Hexenhut. Ich glaube, mehr als Pflegewerte haben die Sachen alle nicht, oder? Gar nichts. Ach doch, hier hat jemand Befehl, die Handschuhe. Okay, das Skelett-Outfit hat Befehl. Feensattel und so hat scheint Stärke. Ja, dann Hexenzaumzeug auch Stärke. Hexenhut Pflege, Hose Pflege. Feenschuhe auch Pflege. Hexenstiefel Pflege. Ja, es hat auf jeden Fall, das sind keine Werte, wo man jetzt sagen müsste, oho. Das ist ja sehr schön, das kann man gebrauchen. Ja, muss man selber wissen, ob man es haben möchte, ob man das Geld ausgeben möchte. Das ist jetzt nicht viel. Ist auf jeden Fall mal was ganz Schönes, aber das Apfeltauchen. Aha, toll. Hier ist das Apfeltauchen. Nimm einen Apfel aus dem Eimer. Ja, das kennen wir ja auch alles schon. Schauen wir mal, was es hier heute gibt. Ein Cocktail? Kokosgetränk gibt es. Okay, das ist für uns. So, dann wollte ich aber noch zum Schloss, denn ich glaube, ich lasse mich dann mal gleich abholen. Wie hieß denn das? Das hörte sich auch sehr vielversprechend an. Hast du den nötigen Mut? Bei Eve, die Silvergeldfelder. Ich meine aber, sie steht am Schloss. Da war zumindest auf der Karte, ist direkt beim Schloss was und da steht Eve. Und genau dort werden wir jetzt gleich mal suchen. Zum Glück bin ich ja nicht so weit weg von Silverglade, dass ich da ganz gut noch hinlaufen kann. Und da muss ich nochmal schauen, wo es weitere Geister gibt. Es gibt garantiert noch Geister, wo ich auch hinkomme. Ich hoffe mal, Eve steht nicht im Schloss, weil dann habe ich ein Problem. Da komme ich ja noch nicht rein. So, dann einfach mal Daumen drücken. Es wäre schon schön. Also der Sattel wäre schon schön und vor allem die Gamaschen. Die wären auch richtig, richtig cool, glaube ich. Hier muss es irgendwo sein. Au. Ah, stopp, stopp, stopp. Da unten. Da unten. Ja, wie kommt man da runter? Versucht da gerade noch jemand runterzukommen. Einfach mal hinterher. Oh, gut, dass das kein echtes Pferd ist. Aber dann wäre ich auch wahrscheinlich nicht so unterwegs. Was heißt wahrscheinlich? Ich wäre definitiv nicht so... Ah. Hier kennt sich jemand aus. Gut. Sehr schön. Dann weiß ich wenigstens auch, wie ich wieder hochkomme, denn... Ich glaube nicht, dass man hier an den Wänden irgendwie wieder hochkommt. Hier steht Eve. Was hat Eve für uns? Jedes Jahr zu dieser Zeit veranstalte ich ein spannendes Geisterabenteuer im Gruselkeller des Silverglade-Schlosses. Es ist ein sehr gruseliger Ort und ich hoffe, dass du nicht zu viel Angst haben wirst. Bist du bereit, dich der Herausforderung des Gruselkellers zu stellen? Ich hoffe es, solange da nicht zu viele Spinnen sind. Okay, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wenn du das zu gruselig findest, kann ich leider nichts dagegen tun. Du wirst das alleine machen müssen. Alleine in der Dunkelheit. Alleine mit allen Geistern. Wenn dir das zu gruselig ist, dann lass es lieber. Psst, die Geister sind meine Freunde. Sie wollen dir also nichts antun. Sie haben ihre Freude daran, andere zu gruseln, wie Geister das eben tun. In Wahrheit sind sie aber sehr nett.
Das hoffe ich. Okay, jetzt muss ich absteigen. Stardust kann anscheinend nicht mitkommen. Da bin ich mal gespannt. Du hast einen Probeversuch. Danach kannst du dich einmal pro Tag der Herausforderung stellen. Das Geisterabenteuer ist ein Wettbewerb. Du musst alle kleinen Kürbisse sammeln, die du in den Gängen des Kellers zu finden sind. Wenn du alle Kürbisse gesammelt hast, öffnet sich eine Tür im östlichen Teil des Kellers. Du musst so schnell wie möglich raus. Du musst also alle Kürbisse sammeln und dann den Keller so schnell wie möglich verlassen. Die schnellsten Spieler werden auf einer Liste erscheinen. Das hier ist dein Testlauf. Du bekommst also heute noch eine weitere Chance. Viel Erfolg. Und vergiss nicht, dass du den Geistern ausweichen musst. Sie dürfen dich nicht kriegen. Es kann außerdem noch weitere Überraschungen dort unten geben. Na, toll. Sammle alle kleinen Kürbisse im Schlosskeller und nimm dann den Ausgang im östlichen Teil des Kellers. Vermeide die Geister. Okay, das wird also 40 Schillinge geben und 10 Silverglade Village Ruf. Dann versuchen wir es mal. Wer weiß, was da unten noch alles lauert. Ich hoffe nicht, dass sie wirklich noch Spinnen meinte. Kürbisjagd im Schlosskeller. Okay, das ist also wie ein Rennen für uns. Gibt es eine Übersichtskamera? Okay, also hier sind wir. Da ist der Ausgang und das ist alles ziemlich verwinkelt und es gibt 1, 2, 3 Geister, so wie es aussieht. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, habe ich nicht mal mehr drauf geachtet, wo die jetzt alle waren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache das total ohne System, ob das so gut ist. Was war denn das? Riesenkürbis. Den schauen wir uns mal an. Zählt er mehr? Oh, Geisterimmunität. Ah, sehr schön. Dann werden wir uns den hier mal aufheben. Okay, jetzt können sie mich wieder bekommen. Geht da lang, dann gehen wir einfach mal hier lang. Okay, dann können wir den nächsten nehmen. Ich glaube, man bräuchte hier wahrscheinlich eher ein... Oh, die Immunität ist gleich vorbei. Ein System. Gleich der nächste Geist. Geist, Geist, Geist. Möchten wir eigentlich nicht. Oh, die sind ja überall. Das sind doch nur 3. Mensch. Dann nehmen wir jetzt doch mal diesen Kürbis hier. So, 10 Stück noch. Das ist einer, 2. Die ersten Geist, da kommen wir ja zum Glück jetzt durchlaufen, hoffe ich. Ja. Schön. Oh nein. Ich hätte... Ist das dieses Geräusch von den Geistern hier oder gibt es... Vielleicht gibt es doch noch ein... Geister oben. Aha, da hinten ist noch einer. Dann brauche ich immer noch 4. An einem bin ich gerade noch vorbei. Ich. Ah, vielleicht. Ne, das sind bestimmt die Geister hier. Oha. Da hatte ich jetzt Glück, dass der nicht hier hochgekommen ist. Ja, auf welcher Seite war jetzt der Ausgang? Bestimmt da, wo der Geist hinläuft. Ist doch immer so. Da ist die Wand. Ist wohl der Ausgang? Nee. Ist wohl der Ausgang? Nein, hier ist nicht der Ausgang. Anscheinend, hier kommen wir zumindest nicht raus. Ah, hier ist ein Pfeil. Gut, also ich wurde zumindest nicht gefangen von den Geistern. Das hätte man wahrscheinlich noch besser machen können und 3 Minuten 18, ja, da waren über eine Minute schneller ein paar Leute, ja. Gut, fürs erste Mal, denke ich mal, ist es gar nicht so schlimm gewesen. Bin komplett rausgefallen. Egal. Ich hab's geschafft.
So. Und hat es geklappt? Nicht so gruselig? Zum Glück haben wir sonst nicht viele gesehen. Ich denke mal, hier können wir jetzt noch den weiteren Durchlauf für heute starten. Na, ich kann zum Blöd immer auf mein Pferd aufzusteigen. Sehr gut. Das heißt dann wohl etwas. Damit beende ich die Folge für heute und wir sehen uns dann wieder in einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss.